So, okay. Wo gehen wir da? Wo wollten wir da lang? Ich glaube, wir müssen auf alle Fälle hier lang. Ist natürlich blöd. Wir sind ja dahin geflogen. Aber ich glaube, das ist ungefähr so die Richtung, ja? Ich glaube ja. Apropos, warte mal, ja, wenn wir schon mal losgehen, ich sollte wenigstens was zu essen mitnehmen, ne? Weil wer weiß, wie lange das dauert. Und immer nur darauf sich verlassen, dass man da unterwegs was findet, das kann man ja eigentlich auch nicht machen. Und wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir doch was mit. So. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal das hier alles mit. Das kann man ja auch irgendwie alles gebrauchen. Hauptsache was zu essen. So. Na, das wohl nicht. Okay. Mehr haben wir. Oder hier ist ja auch noch ein bisschen. Ja. So. Ich glaube, das könnte reichen. Da sollten wir weit kommen. So. Einen Moment, ich gieße mir nochmal schnell was ein. So. Entschuldigung, hab mal was getrunken. Oh Mann, ob wir Daphne wiederfinden. Oh Mann, ich weiß ja nicht. Drückt mir die Daumen. Vor allem auch die Sachen, ne? Den Grabstein. Und Gott sei Dank haben wir so einen Grabstein-Mod. Ich glaube, waren wir jetzt in diese Richtung gegangen? Ich bin ja so, warte mal. Einmal hier so einen Bogen gelaufen, oder? Sind wir sehr nach Süden gegangen? Ich glaube, wir müssen schon so ein bisschen in diese Richtung, ne? Glaube ich. Oh, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So. Jedenfalls ist die Framerate stabil und es hakt nicht so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ein bisschen an Daphne lag. So. Naja. Können wir uns ein bisschen noch die Landschaft zwischendurch anschauen. Ne? Und ein bisschen tauchen. Immerhin. Oh. Wir müssen da nach oben, wa? Oder kommen wir hier irgendwie noch durch? Ja, okay. Wir kommen hier durch. So. Ich werde jetzt auch nicht großartig was erzählen, weil dann kann ich mich, glaube ich, nicht darauf konzentrieren, auf die Suche. Und das ist natürlich schon wichtig, dass ich mich da konzentriere. So, ja, am besten am Wasser so lang. Thank you.
Da oben haben wir Lots of Food House. Also diese Richtung sind wir ja auch lang geflogen, mehr oder weniger. Aber ich dachte, ich würde echt diesmal besser aufpassen. Ach. Naja. So. Gehen wir mal hier nach oben, da haben wir vielleicht eine bessere Sicht. Dann können wir vielleicht schon irgendwas sehen, was uns bekannt vorkommt. Damit man schon mal einen neuen Anhaltspunkt vielleicht hat, dass man da eine neue Richtung vielleicht einschlägt und so. Also die richtige Richtung. Und ja, mal schauen. Also hier sind wir jedenfalls so rüber. Das weiß ich noch. Das ist schon eine kleine Strecke, die wir da... Ich guck nochmal hier, was sagt der Atlas? Waren wir noch weiter südlicher? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir waren noch irgendwie südlicher. Ich glaube, ich muss hier so längs, ne? Bin mir noch nicht ganz sicher, aber... Sind wir hier so drüber? Ja, wer weiß, vielleicht entdecken wir noch was. Ich bin mir jetzt völlig unsicher, muss ich ja zugeben, dass ich da, ob ich da jetzt richtig bin. Bin ich mir echt unsicher gerade. Oh, was haben wir hier? Ah, hier ist dieser Tonschädel, ne? Wo wir schon mal gewesen sind. Ah, okay, hier waren wir schon mal. Also jetzt nicht in dieser Aufnahme, sondern früher auf einer anderen Reise. Da war ich hier oben. Das ist dieser Tonschädel, glaube ich. Der ist jetzt auf bei diesem Atlas nicht markiert. Dann komme ich jetzt... Nein! Ach du Scheiße. Na gut, da war ich ja hier schon mal drin. Warte mal, wie war denn das? Da ist dieser große Baum. Das Doofe ist, bei diesem Atlas ist halt nun... ist halt keine 1:1 Kopie, ja? Von dem anderen Atlas. Deswegen kann ich hier nur raten, wohin ich muss. Warte mal, wir waren ja hier so lang. Hier war ja dann irgendwo ein Dorf. Und dann sind wir Richtung Süden. Also irgendwie müsste ich so längs, glaube ich. Dann müsste ja irgendwann mal was kommen, was noch bekannt... was mir bekannt vorkommt oder so. Nur ein bisschen Nahrung mitnehmen, oder? So. Ah, natürlich. Natürlich. Gehen wir denn mal hier lang? Würde ich sagen, ne? Gehen wir mal hier langs. Hui! Was für ein Spaß! Das ist auch noch so ein großer Baum. Okay. Waren wir nicht auch in der Nähe von so einem großen Baum? Jedenfalls war das so ein großer Berg, auf dem wir waren. Ja, natürlich nochmal die Knie brechen. Das muss halt auch mal sein, zwischendurch.
So, wir haben auch so ein Totem hier gesehen. Ne? Jetzt kommen hier so diese Totems. Ja, diese Obsidian-Totems. Haben wir auch von irgendwo gesehen, ne? Ich glaube, da war es nicht. Ich glaube, wir müssen schon in diese Richtung. Nee, das ist auch falsch, oder? Dann kommen wir ja wieder nach oben. Müssen wir denn, wenn? Hier so längs, glaube ich. Doch, hier rüber. So, dann müssen wir nochmal die Zeit ein bisschen schummeln. Wir tun jetzt wieder so, als ob wir schlafen. Ne? So, jetzt haben wir wieder geschlafen. So, mal sehen. Vielleicht erkennen wir ja jetzt noch was, wenn wir jetzt hier hochgehen. Also erkennen wir es wieder, meine ich natürlich. Gehen wir mal hier so lang. Schauen wir mal. Ist irgendwas, was uns bekannt vorkommt? Hm. Ist das hier eigentlich für ein Gestein? Gneis. Ah, Gneis, okay. Hm. Hier mal so. Hier so längs. Ist das hier? Ein Löwe, oder? Ja, ein weiblicher Löwe. Eine Löwin. Die lassen wir mal links liegen. So, und? Ist auch nichts, was mir bekannt vorkommt jetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn wir da weitergehen, ist es ein bisschen zu sehr... Oder? Warte mal. Das glaube ich auch nicht richtig. Und doch nochmal erstmal weiter in diese Richtung gehen. Komm, wir gehen nochmal in diese Richtung weiter. Da sieht das wieder so abgeschnitten aus. Hoch, ist die Zeit um? Naja, wir werden jedenfalls... Moment. So, wir werden jedenfalls noch versuchen, Daphne zu finden. Und unseren Grabstein natürlich. Das könnte ja überall sein, ne? Aber wir müssen doch eigentlich auch hier Antjes Tulpenland finden, normalerweise, oder? Ah, hier sind ja diese Echsen, da sind wir auch drüber geflogen irgendwie, ne? Wow, dieser Fisch, der war ja geil. Der hat ja richtig satt gemacht. Oh Mann. Ich gehe nochmal in diese Richtung, nach oben.
Weil da müsste ja irgendwann mal was kommen, was wir kennen, weil ich... Wir sind ja schließlich hier längs. Vielleicht mal hier diese Schlucht längs. Ist ja auch sehr geil aus hier. Eine richtig schöne Schlucht. Huch, was war das? Was war das denn eben? Ja, ist halt nicht gerade sehr spannend. Da oben vielleicht? Ah, ist es nicht das? Oder? Ist das, könnte das sein? Ne, da kommen wir nicht weiter. Das sieht ja auch schön aus. Hier fängt das an, quasi. Hier ist die Quelle, die dann in die Schlucht führt. Kann das dieser Berg sein? Aber das kommt mir schon bekannt vor. Da ist eine Wolkenstadt. Ne, die haben wir nicht gesehen. Ah, nein. Ups. Ach du Scheiße. Alter. Oder? Ah ne, es gehört doch zur Wolkenstadt. Nee, das war da nicht. In diese Richtung. Komm, wir müssen mal vielleicht hier lang. Ah, hier sind die Ents. Also hier sind wir auch schon mal gewesen. Waren wir da oben? Das muss man mir anschauen. Könnte das hier richtig sein? Waren wir hier? Eventuell? Aber die Wolkenstadt haben wir nicht gesehen. Also ich habe das jetzt... Kann auch sein, dass ich das da noch nicht aufgebaut hatte. Oder war das da? Nee, ne? Ist das vielleicht doch dieser Berg, wo ich drauf war? Sieht fast so aus eigentlich, ne? Aber ich weiß es nicht. Kann alles sein. Na gut, wir gehen erstmal hier rauf. Hmm.
glaube jedenfalls, das ist nicht dieser Berg. Sieht jedenfalls danach aus. Nee, scheinbar ist es nicht dieser Berg. Es wird gerade wieder dunkel. Nein! Alter. So, machen wir nochmal ein Nickerchen. So. Und warte mal, wo war jetzt dieser andere Berg eigentlich? Ist es der da drüben jetzt? Oh Mann, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir noch mal hier längs. Oha, das hakt hier gerade ganz schön zu Scheiße. Es sieht irgendwie falsch aus. Tja, tut mir leid. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich weiter suchen wollte. Ich glaube, ich bin auch viel zu weit östlich schon. Ich gehe doch mal in diese Richtung. Oh, der Wolf hatte rote Augen gekriegt. Das ist ja nicht so gut. Hier ist so Schneebiom-mäßig. Ob das so richtig ist. Gut, dass hier Bäume sind. Kommen wir einfacher wieder runter. Bären, schnell weg hier. Tja, ich weiß auch nicht. So, vielleicht werde ich erstmal die Aufnahme auch bald beenden.
Und dann beim nächsten Mal mit neuer Motivation nach Daphne suchen. Ah, es muss ja irgendwo hier sein. Vielleicht muss ich mir das dann nochmal anschauen, wo ich da gestorben bin und so, wie das da aussah. Das wirst du nochmal. Also ich gehe nochmal hier in diese Richtung. Nicht so einfach, wenn hier halt überall Bäume und so sind. Da sieht man halt so schlecht. Naja, jetzt kommt ja ein bisschen freies Gelände. Auch schon mal ein bisschen hilfreich, aber es ist jetzt noch nicht unbedingt, was mir so bekannt vorkommt. Guck mal, da ist ein Elefanten und so irgendwie. So ähnlich sah das. Oh, hier haben wir alles Mögliche an Tieren. Waren wir nicht auch bei diesem Elefanten schon? Hier haben wir das. Das ist das Soundcraft. Das geht nur, wenn wir das von Soundcraft haben. Ah, da ist ein Dungeon. Na gut, gehen wir da mal hin. Ja, ich würde sagen, dann suchen wir beim nächsten Mal nochmal hier die Gegend ab. Das kann ja nur hier irgendwo sein. Wir sind ja hier so längs und dann sind wir eigentlich Richtung Süden. Also ich gucke das hier nochmal mir an. Und dann gehen wir dann vielleicht beim nächsten Mal auf alle Fälle hier nochmal in den Süden. Ich glaube, das war auch weiter hier, oder? Ich glaube schon. Ah. Das ist schade, dass es nicht so ist, wenn man mehrere Atlasse hat, dass wenn man einen dabei hat, dass das sich bei den anderen genauso aktualisiert, weißt du? Das wäre schon hilfreich. Ja, Gott sei Dank sind Monster. Ich komme jetzt hier eh gar nicht rein. Ich habe ja eh keine Spitzhacke, ne? Kommt man jetzt gar nicht so ohne weiteres da rein, ne? Können wir ewig kloppen. Na gut, lassen wir das mal. Finden wir sicherlich nochmal wieder. So, gucken wir nochmal hier so ein bisschen rum. Das sieht hier echt nicht danach aus, wo ich gestorben bin. Wenn müsste ja eh dann so ein Dorf hier kommen. Ja, ich weiß echt nicht, ob ich das noch schaffe, heute das hochzuladen. Sonst mache ich das morgen früh, aber wenn du das jetzt hier siehst auf YouTube, dann habe ich das natürlich schon hochgeladen, natürlich. Wer weiß, welche Folge jetzt das jetzt schon ist, wieder von der Aufnahme. Wäre ich auch schon wieder hier. Vierte oder so. Dritte, vierte, keine Ahnung. Von dieser Aufnahme meine ich natürlich. Hier ist auch nichts Bekanntes, ne? Nee, leider nicht.
Ja, würde ich schon sagen. Dann müssen wir, glaube ich, doch hier runter noch, ne? Na gut, aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Tut mir leid, werde ich jetzt nicht in dieser Aufnahme machen. Also, dann schönen Dank nochmal alle, die heute im Chat waren. Und dass Niklas mir nicht das Böse genommen hat, dass ich ihm halt gesagt habe, dass ich halt auch, ne, nicht zum ersten Mal Minecraft spiele. Das ist, vielleicht haben wir da auch einfach nur ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber jedenfalls trotzdem nett für die Tipps immerhin, dass da jemand da ist, der dann auch Tipps gibt. Aber wie gesagt, die so ein paar Sachen, ne, die kenne ich natürlich auch, weil ich, wie gesagt, auch schon ein paar Jahre Minecraft spiele. So. Also dann sage ich dann gleich mal Tschüss. Und hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal Daphne finden und das und den Grabstein. Mein Grabstein. Und naja, gut. War wieder ein bisschen erfolglos, aber wir haben schon viele Sachen gefunden, die natürlich jetzt erstmal weg sind. Hoffen wir, dass wir das alles wiederfinden. Hm. Aber es macht Spaß. Eine Reise ist trotzdem immer wieder schön. Man entdeckt neue Sachen und so. Und naja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann also, ne? Also, tschüss!